Hallo auf dem Kanal Nati 1112 in Natis Bücherwelt. Heute gibt es meinen Monatsrückblick für August. Eigentlich dachte ich ja, ich kriege im August ganz viele Bücher gelesen, da ich Urlaub hatte. Aber leider waren es doch nur 3,5 Bücher. Ich habe viel mit der Familie natürlich unternommen und bin meistens erst abends zum Lesen gekommen. Und da habe ich noch mehr recht wie schlecht ein paar Seiten geschafft und war dann auch zu müde. Es waren also 3,5 Bücher, insgesamt 1367 Seiten. Das macht 44 Seiten pro Tag und das kommt auch so hin. Also mehr habe ich meistens auch nicht geschafft. Angefangen hat mein Monat mit Ein ganzes halbes Leben von Jojo Moyes im Rowohlt Polaris Verlag erschienen. Es hat 515 Seiten und ist am 21. März diesen Jahres erschienen. Über dieses Buch wird es keine einzelne Rezension geben, weil da gibt es einfach schon zu viele. Ihr kennt es sicherlich, es ist ja ein Mordshype um dieses Buch entstanden. Und ich muss sagen, ja, oder ich möchte euch einfach meine Meinung trotzdem dazu sagen, ich fand das Buch gut, ich habe es gern gelesen, aber ich verstehe den Hype drum nicht. Also viele haben ja gesagt, sie haben sehr viel geweint bei dem Buch und es war so ergreifend. Klar ist die Geschichte selber sehr ergreifend, aber mir hat einfach in dem Buch so ein bisschen mehr Gefühl gefehlt. Ich habe Gefühle einfach von, wie hieß er jetzt? Will, genau, Will hieß er. Da habe ich einfach ein bisschen mehr Gefühl erwartet. Auch das Ende, wo ja alle gesagt haben, sie saßen da und haben eine Träne nach der anderen vergossen, war bei mir nicht. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der bei jeder Kleinigkeit, wo bei jeder Kleinigkeit die Tränen fließen, also ein Film, der ergreifend ist, da sitze ich dann auf dem Sofa und kriege mich fast nicht mehr ein. Und irgendwie habe ich das von diesem Buch erwartet. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel erwartet und wurde deshalb enttäuscht. Aber also gerade auch so das Ende des Buches, das hätte ich mir viel mehr ausgeschmückt vorgestellt. Und ich will jetzt nicht für die, die es nicht gelesen haben, natürlich auch nicht spoilern, deswegen kann ich nicht erzählen, was passiert. Aber mir hat es gut gefallen, ich kann es einfach zum Lesen sehr empfehlen. Aber wie gesagt, das ganze Drama um dieses Buch, das kann ich nicht so gut verstehen. So, dann habe ich als zweites ein E-Book gelesen auf meinem Tablet-PC. Und zwar Für immer du, geschrieben von Savannah Davis. Ich hoffe, ihr könnt es so erkennen. Es ist ein Fantasy-Roman, ist am 23. Juni 2013 erschienen und hat die gedruckte Ausgabe dieses Buches hat 242 Seiten. Und da würde ich euch jetzt gern mal was ist jetzt passiert? Nochmal zurück. Ja, ein falscher Knopf und schon ist es passiert. Also ich hebe es jetzt mal so hin und lese euch mal den Klappentext zu diesem Buch vor. Adrian, ein Engel, der in unzähligen Schlachten auf der Seite der Guten gekämpft hat, erhält den Auftrag, Anna zu beschützen. Doch er verliebt sich in die Tochter eines Gutsherrn und begeht einen folgenschweren Fehler, der Anna nicht nur das Leben kostet, sondern Adrian auch seine Flügel. Linden ist ein kleines, ruhiges Dorf in der Nähe von München. Wenn es nach der Meinung von Skylas Mutter geht, der perfekte Ort, um ihre rebellische Tochter endlich wieder zur Vernunft zu bringen. Doch Linden ist auch die Heimat von Adrian. Und als Skyla auf ihn trifft, scheint ihr Körper in Flammen zu stehen. Plötzlich geschehen Dinge mit ihr, die sie sich nicht erklären kann, und im Mittelpunkt all dessen scheint das Mädchen aus ihren Träumen zu stehen, das scheinbar wirklich gelebt hat und 1913 gestorben ist. Doch wenn Anna vor 100 Jahren gelebt hat, warum kommt dann auch Adrian in diesen Träumen vor? Und wie kann Skyla ihren tiefen Gefühlen für Adrian entkommen, der sie mit aller Macht von sich fernhalten versucht?
Ja, also wenn ihr von diesem Buch eine Videorezension wollt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare rein. Meine schriftliche Rezension zu diesem Buch ist schon online auf meinem Blog www.nadis-bücherwelt.jimdo.com. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Da kann man unter der Savannah Davis die Rezension dazu finden. Mir hat das Buch unheimlich gut gefallen. Es war wieder ein toller Fantasy-Roman, der wirklich von der ersten Seite an spannend geschrieben ist. Es ist flüssig geschrieben, also ich habe so in einem Rutsch weggelesen, weil es wirklich ganz, ganz toll ist. Ich werde mir die Schriftstellerin, von der ich bis jetzt noch nichts gelesen habe, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das auch ihr Debütroman, werde ich mir auf jeden Fall merken, weil allein das hat mir sehr gut gefallen und die Geschichte selber war sehr schön. Also, das kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Hat auch 5 von 5 Punkten oder Sterne bekommen. Ich habe, glaube ich, vergessen, bei Ein ganzes halbes Leben, da habe ich dem Buch 4 von 5 Sternen gegeben. So, dann ging es weiter mit einem Buch, wo es schon eine Videorezension online gibt, und zwar Wo die Liebe tötet von Jennifer Scharf-Wolf. Er ist im Kosmos Verlag erschienen. Es handelt sich um einen Jugendthriller. Er ist am 8. Juli diesen Jahres erschienen und hat 412 Seiten. Darüber brauche ich jetzt auch nicht viel erzählen, weil, wie gesagt, es gibt eine Videorezension dazu. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es hat 4,5 von 5 Sternen von mir bekommen. Wie gesagt, schaut euch die Rezension dazu an. Da erfahrt ihr alles über dieses tolle Jugendbuch. So, und zu guter Letzt habe ich noch 193 Seiten von Maggie Stiefvaters Rot wie das Meer gelesen. Es ist im Script 5 Verlag erschienen, hat eigentlich 428 Seiten. Die letzten Seiten habe ich dann jetzt im September beendet. Da werde ich es im September also nochmal in die Kamera halten. Über dieses Buch werde ich auch keine Videorezension drehen, aber wie gesagt, in der Rückschau von September werde ich auf das Buch nochmal näher eingehen, weil ich jetzt eben im August nur 194 Seiten davon gelesen habe, die ich auch nur berechnet habe. So, das war es auch schon, mein Monatsrückblick. Ganz kurz möchte ich noch sagen, ich habe einen neuen Bücherblog. Er heißt zwar so ähnlich wie den anderen, aber über einen anderen Anbieter. www.nadis-bücherwelt.jimdo.com. Da findet ihr meinen neuen Bücherblog. Ihr geht einfach auf die Seite meine persönliche oder irgendwie so Bibliothek. Und wenn ihr die Seite anklickt, öffnet sich rechts die ganzen Autoren von A bis Z. Ihr klickt den jeweiligen Nachnamen, Anfangsbuchstaben des Autoren, wo euch interessiert, an. Und da seht ihr dann jede schriftliche Rezension über die Bücher. Es sind noch nicht alle Bücher drin in meiner Bibliothek. Ich habe ja 491 Bücher, die ich da noch eingeben muss. Habe aber auf jeden Fall mal die neuesten Bücher, die sind alle drin. Aber die älteren, da fehlen einfach noch einige. Die Autoren, die ich von denen ich Bücher habe, die sind alle aufgelistet, aber eben manche sind eben noch leer, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich da besucht, vielleicht auch einen kleinen Kommentar oder hinterlasst, ob es euch gefällt oder nicht. Und bei Facebook könnt ihr mich natürlich auch immer verfolgen unter www.facebook.com/renate.heilemann.9. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und ich hoffe, dass mal der September jetzt wieder ein bisschen mehr geschieht, was meine Bücher betrifft. Das war's, bis zum nächsten Mal. Tschüss!